Direkt gesund, der Podcast. New York, Berlin, London. Große Marathonläufe, die in jedem Jahr Zehntausende von Läufern anziehen und viele Hunderttausend Zuschauer an die Strecken locken. Doch es müssen nicht immer die großen Massenveranstaltungen sein. Für den größten Teil der Läufer und Läuferinnen geht es einfach nur um Spaß und um die Gesundheit. Raimund Schledde ist Lauftrainer im Ausdauer- und Breitensport. Seine Empfehlung für Hobbyläufer. Im Rahmen von einem Gesundheitsläufer oder einem Freizeitläufer, für den ist es wichtig, gemäßigt zu laufen, nicht zu schnell zu laufen. Man kann eigentlich nicht zu langsam laufen, sondern man sollte in Ruhe laufen können, man sollte sich beim Laufen unterhalten können. Das ist so ein Maßstab, denn wenn einem die Puste ausgeht, ist das ein Zeichen dafür, dass es zu schnell ist und dann kann man auch eben nicht mehr richtig sprechen. Und man sollte die Intensitäten auch langsam steigern. Das heißt also durchaus mal mit einer Viertelstunde anfangen und dann peu à peu pro Woche ein paar Minuten drauflegen und nicht zu viel auf einmal machen. Nicht zu viel auf einmal. Das gilt ganz besonders für Laufeinsteiger und Wiedereinsteiger, die nach ein paar Jahren Pause wieder ihre Laufschuhe schnüren wollen. Wenn er Zweifel hat, darf ich überhaupt, oder hat er vielleicht Übergewicht oder vielleicht schon mal gesundheitliche Probleme gehabt, wäre der erste Schritt dahin, vielleicht zum Hausarzt zu gehen und so einen kleinen Check zu machen, dass der Hausarzt sagt, okay, du darfst überhaupt loslegen. Nicht, dass er noch eine Angst mitläuft, wenn er zum Beispiel unter Bluthochdruck leidet, ähnlich Herz-Kreislauf-Problem hat, der sollte sich seine Freigabe gehen lassen. Das ist der erste Schritt überhaupt. Um einen positiven Effekt zu erreichen, sollte schon 2 bis 3 Mal in der Woche trainiert werden. Gut ist es, einige Dehnungs- und Kräftigungsübungen in das Wochenprogramm aufzunehmen, so der Trainer. Gute Anleitungen dafür gibt es bei Lauftreffs, denen man sich anschließen kann. Anderes Thema. Häufig herrscht Unsicherheit, was vor dem Laufen gegessen werden sollte. Grundsätzlich ist es so, man sollte vorm Laufen möglichst seinen Magen nicht belasten. Vielleicht eine Kleinigkeit essen, irgendetwas leicht Verdauliches, einen Toast mit ein bisschen Honig drauf. Das sind also Kohlenhydrate, die man für die Energiebereitstellung benötigt. Also etwas leicht Verdauliches, nicht etwas, was etwas schwer im Magen liegt. Und das auch nicht 2 Minuten, bevor man losläuft, sondern vielleicht spätestens bis eine halbe Stunde vorher. Wichtig ist, ausreichend zu trinken. Raimund Schledde empfiehlt einfach nur Wasser. Bei großer Hitze natürlich mehr als bei gemäßigten Temperaturen. Apropos Hitze. Der Sommer steht vor der Tür und da kann es auch mal sehr heiß werden. Man muss ja noch an die Ozonwerte denken. Irgendwann ab bestimmten Ozonwerten wird es auch ungesund, wo man das laufenden Tun nicht sein lassen sollte. Also ist es über längere Zeit warm, wäre es natürlich vom Vorteil, seinen Lauf in die frühen Morgenstunden zu legen. Wer das schafft, der schlägt im Prinzip 2 Fliegen mit einer Klappe. Man läuft zunächst mal in der frischen Morgenluft, was an sich schon mal ein tolles Erlebnis ist. Und B, man hat seine Aktivität schon hinter sich. Wenn man dann frühstückt und zur Arbeit geht, hat man schon einiges getan und das bringt einen eigentlich in so eine positive Grundstimmung. Nicht vergessen sollte man beim Laufen in der Sonne eine Kopfbedeckung. Gute Funktionswäsche leitet den Schweiß vom Körper weg und hält den Rücken trocken. Besonders sollte man aber auf die Schuhe achten. Die Laufschuhe sind das wichtigste Bekleidungsstück, das ein Läufer bei sich trägt, weil der Auswahl der richtigen Laufschuhe für den einzelnen Läufer macht man die wichtigste Entscheidung, die man machen kann. Denn die richtigen Laufschuhe sind das A und O des Läufers. Habe ich falsche Schuhe, kann man darauf warten, dass sich irgendwelche Probleme einstellen, dass mir irgendwann die Knie wehtun, dass ich vielleicht möglicherweise Rückenschmerzen bekomme. Das heißt also, Laufschuhe sucht man sich nicht einfach aus, sondern die Auswahl der Laufschuhe basieren immer auf einer Beratung in einem Fachgeschäft. Am besten in einem Fachgeschäft mit Laufband, das eine Laufanalyse anbietet. Es müssen auch nicht die teuersten Schuhe sein, sondern die richtigen, so Schledde. Und häufig werde übersehen, dass Laufschuhe auch mal verbraucht sind und die Dämpfung nachlässt. Nach 800 bis 1000 Kilometern sollten dann neue her.